Achtung, Achtung, Achtung. Ah, wird das witzig. Und damit moin moin zur zweiten Folge hier, dieser kleinen Mini-Doku vom Tamir Eurocup. Wir sind am Freitag davor. Hier gibt es ein 2,4 Stunden Truckrennen. Ich bin mit einem eigenen Team dabei, zwei junge Fahrer und ich schlagen uns sozusagen hier mit um die Runden. Da sind die beiden, Lina und Jonas, und ich bestreiten ein Rennen mit dem Wagen, der hinten auf der Seite liegt. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei der Doku. Hier sehen wir sozusagen die erste Hälfte vom Rennen. Also, viel Spaß mit diesem Video. Moin und schön, dass ihr noch da seid. Das erste Rennen habt ihr bereits, oder nein, die Vorbereitung habt ihr gesehen. Das Qualifikationsrennen, die Platzierung. Und hier geht's jetzt los. Le Mans Start. Wir starten von der anderen Seite. Der Jonas hier, haben wir uns den letzten Platz erfahren. Ist aber kein Problem. Wir können ja locker das Feld von hinten nach vorne aufrollen. Und jetzt geht's darum, hinten starten schon die ersten Autos, die Karosserie schön auf den Deckel zu kriegen. Und das hätte man vielleicht ein bisschen üben kommen. Die ersten haben jetzt schon ihre erste Runde hier hinter sich gebracht. Wir sind immer noch dabei, Stecker anzustecken. Da geht die zweite Runde schon und ihr seid am Start. Also mit zwei Runden Verspätung auf den Führenden geht das Team Kress Garage Racing an den Start. Lina ist die erste Fahrerin und wir gucken mal so ein bisschen, wie sie hier jetzt schon in diesem Pulk mitfährt. Es kommt jetzt nicht direkt auf den ersten Zweikampf an. Wir haben jetzt ja 2,4 Stunden Zeit, uns sozusagen hier nach vorne zu kämpfen. Und mal gucken, wo wir am Ende landen. Aber erstmal geht es hier darum, den Wagen so ein bisschen einzufahren, die Reifen wieder auf Temperatur zu kriegen und Spaß an der Strecke zu haben. Die ist sehr voll mit 18 Startern auf diesem kleinen Rundkurs. Aber es macht Spaß. Da gibt es einen Rempler. Habt ihr das gesehen? Die Karosserie von dem anderen, die haben vorne gar nicht festgemacht. Die haben hier hinten ihre Karosseriepins wahrscheinlich drauf. Der fährt da uns drauf, dreht uns nochmal. Jetzt werden wir nochmal reingecrashed. Also hier ist ziemlich voll. Hier wird sich gar nichts geschenkt. Auch nicht am Anfang, wahrscheinlich auch nicht am Ende. Also hier wird gekämpft bis zum Ende. Und das aber auch schon am Anfang und sieht wunderschön aus. Da oben, Lina ziemlich konzentriert, fährt den ersten Pulk immer so 20, 25 Minuten so irgendwie um den Dreh, haben wir Akkus gefahren. Hat eigentlich ganz gut geklappt, kann ich mal so grob sagen. Und sie hat es langsam drin. Jetzt werden wir hier von einem anderen Fatbox überholt. Der geht mit ordentlich Speed dran vorbei. Also wir haben so ein bisschen Geschwindigkeitsprobleme. Wir nehmen übrigens mal eine Rundenzeit hier mit von der Lina. Während da der Fahrer mit Dade und Romge, ne, ist mit dabei. Das ist ein Team mit zwei Fahrern. Der jüngere Fahrer habe ich nachher noch mal im Interview. Das ist der, der hat letztes Jahr hier das Rennen mit seinem Bruder gewonnen. Sieht gut aus. Karosserie ist schön zu erkennen. Unsere sieht auch schön aus. Und 25,65. Mal gucken, wo wir damit stehen. Also wir haben knapp 10 Minuten gefahren. Auf Platz 1, 2, 3, 4, 5, 6 sind wir nicht. Weiter unten, da kommen die Holländer mit ins Spiel. Immer noch nicht wir, Startnummer 18, Vorletzter sind wir, Kress Garage Racing. Wir haben 19 Runden geschafft, hatten ja zwei schon am Anfang verloren. Und die Erstplatzierten haben bereits hier 25 Runden. Das heißt, wir liegen jetzt schon 6 Runden hinter denen. Haben so ein paar kleinere Probleme noch im Rennen gehabt. Der Jonas erklärt mal kurz unser Problem. Ja, wir haben halt das Problem der Kipp. Wir hätten die Klebekante machen müssen, aber dafür hatten wir nicht genug Zeit. Wir haben die Zeit nicht optimal genutzt, meinst du? Also wir hätten Klebekante machen können, aber von der Trockenzeit her hätte es nicht gereicht. Ob das jetzt ein richtiges Klebekantenproblem ist, kann ich nicht sagen. Wir haben auf jeden Fall starke Probleme gehabt mit dem Umfallen. Hier sehen wir es. Und dann das Problem, ja, man liegt halt. Jetzt ist das eigene Team dafür verantwortlich, den Wagen wieder aufzustellen. Und normalerweise stellen sich die Trucks recht einfach wieder auf. Ich habe es auch ein paar Mal hingekriegt. Aber irgendwie war es schwieriger mit der Karosserie hier. War nicht so schön, aber so ist es halt. Muss man sich besser darauf vorbereiten. Wir sind aber nicht Letzter, das kann ich euch sagen gerade. Ja. Weil irgendeiner ist ausgefallen oder so. Nachdem wir jetzt erfahren haben, wie sich unser Wagen so ein bisschen verhält, gehen die Anforderungen natürlich ein bisschen realistischer her. Der Jonas sagt nochmal, wo er sich gerne sehen würde am Ende des Tages. Sagen, ne? Aber als erstes würde ich erstmal sagen, unter die auf jeden Fall nicht Letzter zu werden und dann unter die Top 10 vielleicht zu kommen. Aber mit nicht Letzter wäre ich auch schon zufrieden. Das müssen wir mal gucken, was wir da schaffen. Unter die Top 10 bei 18 Startern. Uiuiui. So wie wir hier fahren, das wird ein bisschen schwieriger. Der Wagen war echt nicht so ganz so einfach zu handeln. Wir hatten leichte Probleme. Und gerade das Umfallen und dann halt keine Hilfe auf der Strecke hat uns so ein bisschen das Problem gemacht.
Aktuell ist jetzt hier Lina gerade, kommt in die Baxengasse rein. Unten ist Jonas, macht den Akkuwechsel und dann übernehme ich auch mal das Steuer. Das heißt, jetzt kommt eine erste richtige Fahrt hier fürs Team rein. Jonas ist dabei, den Akku gerade zu wechseln. Wird begutachtet. Mika Nüß ist auch dabei. Gibt es noch einen Daumen nach oben, dass wir das gut machen. Und ja, und dann habe ich versucht, meine ersten Runden hier zu fahren. 15 Minuten waren es am Stück knapp. Ne, ich glaube, ich 18 Minuten bin ich gefahren. Wupp, da komme ich gerade mal vorbei geschlittert. Der Wagen hat so ein bisschen gerutscht. Wir gucken jetzt mal so ein bisschen an, was ich hier mache. Also, hinten sind wir jetzt auf der Gegengeraden. Erstmal wieder die Bahn treffen. Geht ziemlich weit nach innen. Anbremsen. Oh, gut die Kurve mitgenommen. Hier schön reingehen. Ein schön rundes Fahren muss man machen. Dann bleiben lange Reifen drauf. Hier werde ich ein bisschen weit rausgetragen. Hab da ein bisschen, noch wieder ein bisschen dreckigere Reifen. Jetzt hier anbremsen, Haarnadelkurve. Geht jetzt wieder ins Infield rein. Und hinter mir habe ich drei Jungs, die lauern, die mitfahren wollen. Ein Fat Fox und zwei Mercedes sind das, glaube ich. Der Fat Fox kommt hier echt gut ran. Ich bremse so ein bisschen aus. Jetzt komme ich nach innen auf den Curve. Wird nochmal von hinten angeschossen. Nochmal angeschossen. Kann aber meine Platzierung halten. Also wir haben richtig gekämpft. Wir springen mal so ein bisschen weiter. Ich kämpfe immer noch mit den zwei Jungs hinter mir. Der Türkisblaue haben wir ja schon mal gesehen, dass die Karosserie nicht fest. Jetzt ist er an mir vorbeigezogen. Innen hat er gut gekriegt. Der Mercedes spielt mit ordentlich Speed dran vorbei. Ich kreise jetzt wieder in den Türkisen rein. Der bleibt stehen. Hier wird nicht so richtig auf Freundlichkeit gefahren. Also es ist ja genug Zeit da. Aber erstmal gucken, was die anderen Jungs sind. Wenn ihr so nah zusammensteht, ein Team. Ja. Letztes Mal gewonnen. Wo ist dein Bruder? Bin nicht mehr dabei. Der ist im Ausland. Im Ausland. Ja. Und was ist denn mit Dai? Gute Verstärkung geholt hier. Läuft super. Wir sind gerade am Föhn. Ja, sehr gut. Welchen Wagen habt ihr? Den orangen und schwarzen. Ja, dann wollen wir uns gleich mal angucken, wie hier der Dai fährt. Hab ja auch einen sehr guten Podcast mit ihm aufgenommen. Fährt ein Mercedes Akos hier. Es soll die schnellste Karosserie sein. Die ist flach. Sie bringt mit der Karosserieform gut Druck auch auf die hinteren Achse, damit kann man gut fahren. Hier kommt er schön innen drin vorbei, zieht auch hier gut innen drin vorbei. Schöne Kurvenlage, wenig schlanker. Hat hier eine gute Kurve genommen, eine gute Bahn erwischt. Hier auch wieder die Kurve gut genommen. Läuft sie schön sauber, sehr rund fährt er hier die Runden. Ja, und damit kann man sich weit nach vorne kämpfen. Jetzt ist wieder der Kollege dran. Neben ihm steht Lina, das heißt, wir sind schon einmal wieder durch. Und guck mal an, wo wir stehen. Also immer noch auf dem vorletzten Platz. 65 Runden haben wir geschafft. Unsere schnellste Zeit war eine 25,63. 83 Runden auf Platz 1 und hier geht's in die erste Reparatur rein. Ich guck mal, was hier los ist. Ich weiß gerade gar nicht genau, welches Team das ist. Auf jeden Fall ein Fat Fox in einem sehr schönen Design. Nummer 10 sehe ich da. Muss ich gleich mal gucken, wer das ist. Laut Teamliste müsste das Martini Racing sein. Der Wagen sieht ganz nicht so aus, aber die Stimmung ist da und hier wird mit viel Schrauben und vielen Händen gearbeitet. Ist natürlich die Frage, ob viele Köche den Brei verderben. Wenn hier an 2, 3, 4, 5 Stellen mehrfach geschraubt wird, dann wird auf jeden Fall das Kardansystem gesagt. So, jetzt sind wir mal hier bei den Holländern. Hier wird es ein Akkuwechsel. Da wird auch nur ein Teil der Karosserie aufgemacht. Die vorderen Pins sind nämlich sowieso ein bisschen schwieriger zu erreichen. Die starten hier mit einem schönen großen Team. Der Akku wird abgeknipst. Der nächste wird dran gesteckt. Gibt natürlich nur die vorgegebenen Akkus von Carson, die hier genutzt werden müssen. Er kommt da gut rein, kann die Karosserie so ein bisschen hochheben. Lexan ist natürlich flexibel. Lässt mich alleine. Kriegt den Akku gut rein, macht den. Jetzt muss er die Sicherung noch drauf machen. Auch hier die Reifen sehen noch ganz okay aus. Klebekante sehe ich da jetzt nicht. Die Karosserie ist aber in einem sehr schönen holländischen Ton gehalten. Die Flagge vorne am Fahrercockpit, sozusagen die Nationalflaggen. Orange auf dem Rest der Karosserie. Jetzt kommen die Karosseriepins dran. Wir sehen auch die Originalbelichtung, die eingebaut wurde. Das heißt, das Minimum, was nur nötig oder benötigt wurde. Ein paar gute aggressive Fahrer auch mit dabei, junge Fahrer. Und da geht schon wieder ab auf die Piste und gar nicht viel gezappelt. Da wird der Wagen direkt in die Fahrbahn reingestellt. Und ja, geht seine ersten Runden. Jetzt haben wir hier auch einen Boxenstopp. Das heißt, ich bin gerade dabei, habe den ersten Akku rausgenommen, setze den zweiten rein. Ihr seht jetzt hier auch die Karosseriepins für den Akkuhalter, Karosserie drauf. Ich stelle den Wagen auf die Piste und irgendwas läuft nicht. Der nimmt kein Gas an. Was ist da das Problem? Nochmal Karosserie abmachen. Lenkung geht, aber Gas kommt gar nicht und ich sehe gerade, der Motor ist voll locker. Da müssen wir was machen. Also nach knapp 40 Minuten Rennen gehen wir das erste Mal in die Boxengasse. Und die ist bei uns ein bisschen weiter weg gewesen.
Denn die beiden Väter sozusagen von Lina und Jonas haben bei uns so ein bisschen mitgeholfen, das Ganze gemacht. Die haben aber auch am Verein mitgearbeitet und konnten halt nicht direkt an der Rennstrecke sein, was manchmal auch so ein bisschen das Problem für uns war, dass wir keine Helfer an der Rennstrecke hatten. Ich viel gefilmt habe und die beiden manchmal oben standen beim Fahren und wir dann keinen Helfer hatten, der unseren Wagen wieder aufgestellt hat. Hier haben wir jetzt also sozusagen den Motor rausgebaut, der hatte sich komplett gelockert. Nicht nur an der Halterung, sondern auch so wird jetzt wieder zusammengebaut. Ich habe noch gefragt, ob das Zahnrad fest ist. Er sagte, ja, ist fest. Das Karosseriepin alles wieder drauf, Licht ist an. Ich also Fersengas ab zur Strecke gegeben. Und ich kann nicht sagen, das ist schon die zweite Runde hier. Das war nämlich nicht alles richtig gemacht, aber ich wollte euch jetzt nicht zu viel sagen. Wir haben ihn nochmal runtergenommen, mussten das Zahnrad nochmal neu ansetzen. Aber jetzt sollte eigentlich alles klappen. Lenkung geht, Gas geht und da ist der Wagen wieder auf der Piste. Endlich sind wir wieder im Rennen dabei. Wie viele Minuten wir vom Rennen eigentlich genau verpasst haben, kann ich gar nicht sagen. Bestimmt eine Viertelstunde und oh, da liegt der Wagen. Das ist nicht auch so ein Problem. Die Fahrer sind raus, wir haben keine Helfer. Ich sehe es zwar, aber ich komme jetzt nicht rübergerannt durch die ganze Strecke. Wir kriegen die Wagen nicht wieder aufgestellt. Das ist eigentlich so ein bisschen so ein Problem, was eher selten passiert. Aber jetzt stehen wir da. Danke, dass da nochmal geholfen wurde. Und wir müssen fahren und erstmal wieder gucken, um einen Rhythmus reinzukriegen. Nachdem der Wagen jetzt diese Probleme hatte, ist natürlich alles wieder so ein bisschen der Rhythmus raus für die Strecke. Und dieser Frust kommt natürlich auch so ein bisschen auf. Aber wir haben hier stolz und ehrenhaft unsere Enden Runden weitergedreht. Wir sind wieder bei einem Boxenstopp dabei. Da wird auch mit mehreren Stiften oder Leuten gearbeitet. Karosseriepins drauf, die haben sich übrigens für so lange entschieden. Vielleicht nur einer, gut oder nicht gut. Bumm, und da gibt es ein paar Probleme. Da ist der Fahrer nervös. Also direkt erstmal in der Boxengasse die Bande mitgenommen. Kommt jetzt hier ins Rennen rein. Versucht natürlich Plätze gut zu machen. Dreht sich da, dreht einen Kollegen. Kommt in die Gegenfahrbahn. Fährt die Runde nochmal, weil er sich nicht über den Punkt darunter setzen wollte. Kommt jetzt in die Haarnadelkurve. Zieht weit nach außen, kommt auf die Bande und landet im Gras. Ja, so möchte man sein Rennen jetzt erstmal hier nicht starten. Ne? Gucken wir uns auch mal einen anderen Boxenstopp an. Und die gehen gar nicht auf den Tisch, die machen alles auf dem Boden, haben auch schön die Mercedes Akkus Rennversion hier. Schönes schwarz-rot. Und Akku kommt raus in der Brusttasche, der nächste Akku fliegt rein wie von Geisterhand, da hat er richtig gut hingekriegt. Jetzt noch den Stecker schon mal anstecken, Kabel umlegen, den Sicherheitspin sozusagen für den Akku wieder ranstecken. Machen die alles gut. Und ja, wenn das soweit fertig ist, ihr seht schon, so ein bisschen ein paar gelbe Streifen haben sie drauf. Die Karosserie noch ein bisschen festgeklebt, damit die nicht runterfällt wahrscheinlich. Da ist noch die 15 steht da, weiß auch nicht, wo sie hinfährt. Da hinten der Fat Fox fährt noch den Jungen an, der ist so ein bisschen verwirrt, weiß auch nicht, was er machen soll. Jetzt wird der Wagen nochmal auf die Piste gestellt. Der geht wieder raus ins Rennen. Und hier sind wir auch bei, alle Karosseriepins sind wieder dran. Der Wagen ist ready, Arm geht hoch und bopp, ab direkt in den Rennen mit rein. Also richtig spannende Sache. So, nach einem recht langen Ausfall. Mal gucken, wie es jetzt für uns hier gerade steht. Wir sind nicht Letzte, immer noch nicht. Tja, wo stehen wir da? Eine Stunde Fahrzeit und wir sind immer noch auf dem Fortletzten. Martini Racing hatte doch wohl ein größeres Problem, sind immer noch hinter uns mit 93 Runden. Und der Erste hat die 150 fast schon voll. Also fast, was haben wir hier, 55 Runden Rückstand. Wir kommen wieder rein, das heißt, die Lina ist gerade wieder gefahren. Der Jonas macht wieder den Akkuwechsel, ist mittlerweile auch schon ein bisschen besser dabei. Und ich versuche wieder an die Strecke zu kommen. Da bin ich auf der Strecke drauf, das heißt, ich darf jetzt mitfahren, setze mich direkt wieder vor Dai, den Erstplatzierten, lasse ihn aber erstmal direkt vorbei. Bei dem will ich gar nicht mitkämpfen, ich weiß ja, wir sind ziemlich weit hinten. Film tut jetzt übrigens die Lina für mich so ein bisschen, danke dafür. Und ich versuche jetzt erstmal hier ins Rennen wieder reinzukommen. Bin auch so ein bisschen nervös, der Wagen ist ein bisschen kribbelig. Ich gehe alles ziemlich weit, also ich fahre es gar nicht so schön eng. Ups, da drehe ich mich einmal. Reifen sind noch kalt, kann man sagen. Oder ich habe mich ein bisschen verlenkt oder irgendwas lief im Wagen auch nicht mehr so ganz richtig. Da hat sich auch zu lange. Aber ich schaffe es, mich wieder hinzudrehen. Kommen wir direkt in so ein Pack von Fahrern rein, wo ich mich erstmal so schön eingequetscht werde. Versuche ein bisschen nach vorne zu kämpfen. Einfach nur um des Rennens willens. Ist ja ein Langstreckenrennen, da heißt es eigentlich, da drehen wir und jetzt verhaken wir uns, jetzt kommen wir beide nicht weg, er hat sich fett auf mir festgeboxt sozusagen, da darf ich aber wieder los und weiterfahren. Ach, je, ist das eine schöne Veranstaltung hier. Die Veranstaltung war natürlich richtig schön, aber so ein bisschen Pech hat man dabei. Das Lächeln war zwar manchmal da, aber nicht durchgehend, weil es einfach schon so anstrengend war,
Ich rutsche, da werde ich weggeschleudert, da drehe ich mich, noch einer knallt und da spielen sie alle Flipper mit mir. Ich drehe mich hier wirklich oft, da komme ich auf die Gegenfahrbahn fast und lande schön auf dem Dach auf dem Halm. Also ja, bei mir ist auch so ein bisschen die Luft schon raus. Ist natürlich auch ein langer Tag gewesen. Hier gehen wir noch mal ein bisschen mit und schauen uns mal ein bisschen ein schönes Rennen an. Vom Erstplatzierten aktuell immer noch sehr gut. Der Wagen läuft gut, sieht auch schön aus in diesem Orange-Schwarz. Schön knallig, man erkennt ihn gut. Der Wagen holpert so ein bisschen auf den Geraden. Seht ihr das? Die Karosserie wackelt. Aber die Spur, die er trifft, ist immer noch sehr gut. Obwohl, hier kommt er ein bisschen weit raus. Auch da natürlich zwei Fahrer, da ist das Fahren ein bisschen anstrengender, aber beides erfahrene Fahrer mit deinen guten Fahrer. Und da holpert der Wagen schon wieder. Was ist denn da los? Müssen sie sich gleich mal angucken. Aber ich sag mal so langsam, ich komme mal zum Ende vom zweiten Teil dieser Mini-Doku. Es wird auf jeden Fall noch spannend im letzten Teil weitergehen. Wenn ihr das Ganze schon interessant fandet, lasst auch gerne ein Abo da. Teilt das Video gerne, um diese Faszination für dieses Rennen mitzunehmen und auch weiterzutragen. Wir haben jetzt hier noch einen schönen Abend, langsam Sonnenuntergang. Da hinten wird mal wieder unser Wagen repariert. Naja, so soll es halt sein. Ich sag jetzt schon tschüss, bis bald, euer Chris.